Auch ein herzliches Willkommen zu dieser akademischen Mittagspause hier in dieser wunderschönen Peterskirche in Heidelberg. Mein Name ist Ilka Bischofs und ich leite eine unabhängige Forschungsgruppe des Max-Planck-Instituts für terrestrische Mikrobiologie am BioQuant der Universität Heidelberg. Der Vortrag steht unter dem Motto Sporen überleben und ich möchte Ihnen kurz darlegen, was man durch Sporenforschung über das Leben lernen kann, beziehungsweise wie wir Sporen dazu nutzen können, um unser Leben im Hier und Jetzt zu verbessern. Wir starten mit einer kurzen Zeitreise ins 19. Jahrhundert. Damals beschäftigten sich Wissenschaftler in Europa mit Fäulnisprozessen und sie erkannten, dass Bakterien organisches Material zersetzen können. Unter ihnen war Ferdinand Cohn, der in seiner Abhandlung über Bakterien schrieb, nicht der Tod erzeugt die Fäulnis, wie gemeinhin angenommen, sondern das Leben jener unsichtbaren Wesen. Zu diesem Zeit war es allerdings schon möglich, Bakterien auch mit Hilfe von Lichtmikroskopen sichtbar zu machen. Und Cohn entdeckte im Heuaufguss winzige, lichtbrechende Objekte, die er als Sporen des Bakteriums Bacillus subtilis, allgemein auch unter dem Begriff Heubakterium, identifizierte. Cohn beschrieb auch erstmals die Keimung bakterieller Sporen und hierneben können Sie eine Zeitrafferaufnahme sehen, bei der wir, jetzt müsst ihr gleich wieder durchlupen, von einer lichtbrechenden Spore starten, die keimt, auswächst und dann die Zellen anfangen, sich zu teilen, exponentiell zu vermehren, bis die Nährstoffe ausgehen und es zur Bildung von neuen Sporen hier diesen lichtbrechenden Objekten kommt. Mit seinen Erkenntnissen unterstützte Cohn die sogenannte Keimtheorie. Die Keimtheorie besagt, dass jedes Leben aus einem Keim entsteht. Die Keimtheorie war auch durch Forschungen des Franzosen Louis Pasteur zu dieser Zeit sehr populär geworden. Allerdings war sie nicht unumstritten und es gab noch sehr viele Gelehrte, die der Theorie des griechischen Philosophen Aristoteles anhingen, der in der Antike von der sogenannten Urzeugung gesprochen hatte. Aristoteles glaubte, dass das Leben spontan aus Sand, Matsch oder Staub entstehen konnte. Und an dieser Stelle kommt der Physiker John Tyndall ins Spiel. Tyndall studierte eigentlich Licht und wie Licht mit Staub wechselwirkt. Er kannte aber die Studien von Cohn, Pasteur und auch die ihrer Kritiker und realisierte, dass es gar nicht so einfach ist, ein sauberes Experiment durchzuführen und mit einem schlecht gemachten Experiment kann man auch zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Er nutzte seine Technologie, dass er raue Reinluft erzeugen konnte, also staubfreie Luft, um diese Apparatur zu entwickeln, mit der er systematisch die Rolle von Staub bei der Entstehung des Lebens untersuchen konnte. Tyndall spannt, dass Heustaub ein Träger von Sporen ist. Sporen sind auch extremst hitzeresistent und anders als diese vegetativen Zellen, die durch kurzes Abkochen abgetötet werden, können Sporen über Stunden gekocht werden und dieses überleben. Tyndall fand trotzdem einen Weg, wie er Nährlösungen, die mit Sporen kontaminiert waren, sterilisieren konnte. Und er nutzte dann diese Techniken, um in einer Vielzahl von Tausenden von Experimenten zu zeigen, dass sterile Nährlösungen in Reinluft klar bleiben und nicht verderben, auch nicht nach Monaten, Jahren. Dahingegen sind Nährlösungen, die dem Staub ausgesetzt werden oder mit Sporen angeimpft werden, innerhalb von Tagen wimmelt es darin von Bakterien und die Lösung trübt sich ein. Damit hat Tyndall maßgeblich dazu beigetragen, die Theorie der Urzeugung zu widerlegen. Heute geht die Wissenschaft davon aus,
dass das Leben aus unbelebter Materie entstanden ist, es sich dabei aber um ein extremst seltenes Ereignis gehandelt hat. In der Folge dessen sind alle Lebewesen, die wir hier auf der Erde haben, die Nachfahren einer einzigen, universellen, gemeinsamen Vorfahrens, auf Englisch kurz Last Universal Common Ancestor oder LUCA. Es ist davon auszugehen, dass Sporen bei der Entwicklung und der Verbreitung des Lebens auf der Erde eine Rolle gespielt haben könnten. Hinweise dafür kommen auch aus dem Studium der Sporulation. Die Sporulation ist ein sehr komplexer Entwicklungsprozess, der seit Jahrzehnten insbesondere hier in Bacillus subtilis untersucht wird auf molekularer und zellulärer Ebene. Die Sporulation erstreckt sich über verschiedene Stadien, die Sie hier mit Hilfe von elektronenmikroskopischen Aufnahmen im Querschnitt sichtbar machen können. Anders als bei der Vermehrungsteilung teilt sich die Zelle bei der Spore nicht in der Mitte, sondern asymmetrisch. In der Folge wird dieses kleine Kompartiment, die später die Spore wird, von dem größeren Kompartiment der sogenannten Mutterzelle umhüllt. In der Folge bilden dann sowohl die Mutterzelle als auch die Vorspore weitere Schichten aus, die die Spore umhüllen, und der Metabolismus in der Spore wird, der Stoffwechsel in der Spore wird heruntergefahren. Schließlich stirbt die Mutterzelle und setzt die Spore frei. Durch die Keimung entsteht dann wieder und das Auswachsen eine neue Zelle. Hier sehen Sie die Sporulation jetzt nochmal in einem Zeitraffer-Video, bei der wir auch die verschiedenen Prozesse über die Zeit studieren können. Erst vor einigen Jahren gelang es auch, die Sporulation in Nicht-Modellorganismen wie Acetonema longum zu studieren. Der Unterschied zwischen diesen beiden Bakterien ist, dass Bacillus subtilis als Zelle eine Membran hat, während A. longum von zwei Membranen umhüllt ist. Wie es dazu kommen kann, dass Bakterien zwei Membranen hat, stellt die Wissenschaft natürlich vor Herausforderungen zu erklären, wie diese Komplexität entstanden sein könnte. Und hier liefert die Sporulation einen Hinweis. Während dieses Prozesses, wenn die Mutterzelle die Vorspore umschließt, wird diese mit einer zweiten Membran ausgestattet. Anders als Bacillus subtilis erhält Acetonemum longum diese äußere Membran bei der Keimung. Die auswachsenden Zellen haben daher zwei Membranen. Es wird daher spekuliert, dass der letzte gemeinsame Vorfahre aller Lebewesen auf der Erde möglicherweise ein Sporenbildner war. Ich möchte Ihnen kurz auch darlegen, ob das Leben tatsächlich auf der Erde entstanden ist. Wie ich schon gesagt habe, sind Sporen extremst widerstandsfähig. Das gilt nicht nur für Hitze, sondern auch für Strahlung, Chemikalien. Sporen können auch über sehr, sehr lange Zeiten, Jahre, Jahrzehnte, möglicherweise Jahrtausende ohne Wasser und Nährstoffe überdauern. Es ist daher denkbar, dass das Leben auf der Erde mit einer Urspore begann, auch wenn diese Annahme wahrscheinlich nie bewiesen werden kann. Allerdings ist die moderne Raumfahrt durchaus darüber besorgt, dass wir als Menschheit andere Planeten wie beispielsweise den Mars mit Mikroorganismen in Form von Sporen kontaminieren. Und wie Sie hier sehen, werden große Hygienemaßnahmen angestrengt, um dies zu verhindern. Damit möchte ich den Fokus wechseln und kurz darlegen, was Sporenforschung im Hier und Jetzt bewirkt. Während nur noch eine kleine Anzahl von Bakterienarten in der Lage ist, Sporen zu bilden, so finden sich unter diesen durchaus auch Krankheitserreger, wie beispielsweise Bacillus anthracis, der Erreger von Anthrax.
Dazu gehören auch beispielsweise Clostridium botulinum, der Auslöser von Botulismus, oder Clostioides difficile, ein Krankenhauskeim, der für immer mehr schwerwiegende und manchmal auch tödliche Durchfallerkrankungen verantwortlich ist. Es soll in Tagen wie diesen aber auch nicht unerwähnt bleiben, dass Sporen von Krankheitserregern immer auch von Interesse für das Militär waren, mit teilweise dramatischen Konsequenzen. So führte ein Biowaffentest auf einer Insel, einer schottischen Insel, dafür, dass diese Insel nach einem Biowaffentest mit Anthrazis-Sporen über Jahrzehnte unbewohnbar war und erst durch eine massiv angelegte Dekontaminationsmaßnahme in den 90er Jahren wieder bewohnbar wurde. Glücklicherweise sind die meisten Sporenbilder harmlos oder sie haben sogar eine positive Wirkung auf Pflanze, Tier und Mensch, wie beispielsweise Bacillus subtilis, Bacillus vellicensis und viele andere. Diese Bakterien bilden Stoffe, die beispielsweise Krankheitserreger bekämpfen können und in Schach halten können oder auf andere Weise probiotisch wirksam sind. Daher werden heutzutage in Deutschland Sporen auch im industriellen Maßstab produziert, beispielsweise bei der BASF, auch hier in Ludwigshafen. Damit diese sporenbasierten Anwendungen, die vor allen Dingen für die Landwirtschaft produziert werden, als biologische Pflanzenschutzmittel oder auch um die Tiergesundheit zu verbessern, müssen die Sporen lebens- und reaktionsfähig sein. Dies ist allerdings nicht immer der Fall und so sind nicht alle gebildeten Sporen gleich reaktiv oder lebensfähig. In meiner Gruppe untersuchen wir daher, wie diese Unterschiede zustande kommen. Hier habe ich Ihnen zum Beispiel ein kleines Filmchen nochmal mitgebracht, bei der Sie sehen, wie schon während der Sporulation, also während die Sporen noch in der Mutterzelle von der Mutterzelle umhüllt ist, es zu einem Sporulationsfehler kommen kann und die Spore gerade passiert, keimt. Wir versuchen herauszufinden, wie man die Bildung von diesen fehlerhaften Sporen verhindern kann und wollen dies durch Optimierung der Sporulationsbedingungen erreichen. Ich möchte Ihnen abschließend noch ein interessantes Ergebnis aus unserer Forschung zeigen, die nahelegt, dass die Bildung von Sporen auch gewisse Ähnlichkeiten zur Bildung von Tomaten hat, wie sie einige von Ihnen vielleicht heute in Ihrem Garten oder auf Ihrem Balkon haben. Während Sie die ersten reifen Tomaten schon ernten können, sind an der Spitze der Rispe immer noch neue Blüten, die gebildet werden. Das heißt, Tomaten entstehen nicht alle zur gleichen Zeit. Das Gleiche gilt auch bei der Sporenbildung von Bacillus subtilis. Hier kontrolliert ein komplexes regulatorisches Netzwerk, wann eine Spore gebildet wird. Mit Hilfe eines fluoreszenten Reporters können wir ähnlich wie hier, wo wir anhand der Farbe unterscheiden können, ob es eine schon reife Tomate ist, die früh gebildet worden ist oder eben die Tomate erst später gebildet wird, erkennen, ob die Spore früh oder spät gebildet worden ist. Dazu nutzen wir ein Fluoreszenzprotein, das von dem Promoter eines Gens kontrolliert wird, der die Sporulation verzögert. Und was Sie jetzt sehen werden, ist, dass einige Sporen früh entstehen, die sind dann farblos und die anderen Sporen werden verspätet erzeugt und kommen aus diesen roten Zellen, die diesen Sporulationsinhibitor erzeugen. Sie sehen hier, das sind die frühen Sporen, hier gibt es noch sich teilende Zellen, die sind alle rot und aus denen entstehen jetzt die sogenannten späten Sporen. Wenn man mehrere Tage wartet, dann sind alle Zellen entweder sporuliert oder tot. In der Folge können wir jetzt neue Nährstoffe auf diese Sporenkolonie geben und beobachten, wie diese Sporen auswachsen. Ja. Was wir dabei sehen, ist, dass nur die farblosen, das heißt also die frühen Sporen, in der Lage sind, erfolgreich auszuwachsen.
Wir haben mit diesen und vielen anderen Studien vorgeschlagen, dass die Bildung von Sporen möglicherweise ähnlich verläuft oder ähnlichen Prinzipien unterliegt wie die Bildung von Pflanzensamen oder auch Fischeiern, bei denen man schon lange weiß, dass sie einem Zielkonflikt unterliegen, ob man eben mehr oder bessere Sporen, Samen, Eier produziert. Ja? Durch eine frühe Sporulation erzeugen wir diese hochqualitativen Sporen, die die Fähigkeit zum Auswachsen haben, also bessere Sporen. Durch eine verzögerte Sporulation können wir zwar mehr Sporen bilden, diese haben aber eine herabgesetzte Fähigkeit zum Auswachsen. In unserer aktuellen Forschung versuchen wir herauszufinden, was auf molekularer Ebene solche Qualitätsfaktoren sein könnten und wie wir den Prozess kontrollieren können, um im biotechnologischen Kontext besonders viele, aber auch besonders hochwertige Sporen zu produzieren. Damit bin ich am Ende meines Vortrags und möchte mich bei den Mitarbeitern meiner Arbeitsgruppe bedanken, unseren Förderern und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.